Let's play Kenshi! Let's play Kenshi! Let's play Kenshi! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Kenshi. Mit mir, dem Yakinator und natürlich Yakinator, dem Weisen und seiner krassen Bande. Und es geht fröhlich weiter hier in unserer Basis. Unser zweites Feld ist endlich so weit fertig, dass wir damit auch was anfangen können. Jetzt haben wir es schon bewässert und jetzt haben wir zwei Wheat-Felder M. Ja, und die will ich noch einmal wachsen lassen. Dann wird auch noch ein bisschen Kaktus dazukommen, von dem wir eigentlich über 70 Stück schon haben. Und dann werde ich mal meine erste große Brot-Back- und Dust-Witch-Herstell-Session machen. Demnächst. So, dieses Haus ist auch endlich fertig. Ich weiß nicht, ob das letzte Session schon fertig geworden ist. Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ist jetzt auch egal. Was im Moment allerdings viel, viel interessanter für uns ist, befindet sich gar nicht in unserer Basis. Sondern, ich muss erstmal ganz kurz... Stopp. Ich muss mal ganz kurz in die Option rein und die Kontrollen ein bisschen verändern. Hier das ein bisschen feinfühliger machen. So, sonst, jetzt macht's wieder Spaß. Ja, ja, für dieses ganze Intro-Gesume, da muss man, wenn ich das mal mache, da muss man das dann immer so auf ganz, ganz niedrig stellen. Sonst kann man hier keine epischen Schwenks machen. So, aber egal. Worauf ich euer Augenmerk lenken wollte, ist dieser bunte Haufen hier drüben. Und diese drei Punkte, oder vier, fünf, sechs, sieben, acht Punkte, das ist nämlich eine von diesen riesigen Banditenhorden mit bestimmt mehr als 100 Leuten. Und hier war eine Bullenhorde, ungefähr 20 Leute, und die sind sich gerade begegnet. Und, es ist so ausgegangen, dass die Banditen jetzt wahrscheinlich demnächst keine Bullen mehr verfolgen wollen. Stattdessen denken sich, hätten wir uns mal lieber ferngehalten von denen, denn die liegen da alle in einem großen Haufen rum. Alle komplett bedödelt. So, und das nutze ich mal gnadenlos aus, um mal ein bisschen die Kampfskills hochzustellen. Tja, und natürlich, um euch nicht komplett zu langweilen. Denn wir wollen ja auch gelegentlich mal ein bisschen kämpfen. Wenn auch Kämpfen in dieser Session daraus besteht, hier zu diesem wehrlosen Haufen von hungrigen Banditen hinzulaufen, ein kleines bisschen drauf rumzuprügeln und uns zu schnappen, was nicht nied- und nagelfest ist. Vielleicht finden wir auch noch den einen oder anderen mit einer kleinen Bounty oder sowas, da bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall merke ich, es kreucht und fleucht ein bisschen. Und anscheinend müssen so viele Banditen dargestellt werden, dass es jetzt sogar ein kleines bisschen ruckelt. Na sowas. So, dann gehe ich mal dahin. Oh, das sieht ja toll aus. Da haben die ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Die wilden Bullen. Tja, unglaublich viele Banditen. So, ich werde mal ein kleines bisschen die Geschwindigkeit erhöhen, das Tempo. Tja. Sind das jetzt schon alle? Ist das jetzt schon hier ganz Yakinators Bande? Ja, sieht so aus, ne? Oh, und jetzt automatisch gehen wir natürlich total auf die ab. Und jeder, der jetzt so ein bisschen aufwacht, der kriegt erstmal eins auf die Nase. Wunderbar. Och, wie, mehr nicht? Aber es wackelt und zappelt alles. Oh, schön, ein Bulle. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass wir diesen Dirt macht das jetzt gerade, okay. Dass wir hier diesen Bullen haben, dann können wir nämlich uns gleich noch ein bisschen Fleisch vom Bullen holen. Liegt hier vielleicht noch ein zweiter Bulle rum? Nee, anscheinend haben die Banditen das wirklich nur geschafft, einen einzigen Bullen irgendwie so ein kleines bisschen bewusstlos zu hauen. Und an dem vergehe ich mich jetzt natürlich. Achso, nee, da ist glaube ich auch noch einer. Jawohl. Ah, sehr schön. Haben wir ein kleines Nahrungsmittelpolster jetzt erstmal. So, das ist jetzt Bart. Bart und Dirt war das, ne? Wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Tja, und dann stehen wir hier wahrscheinlich einfach ein bisschen rum. Ein bisschen hauen wir hier auf die Leute rauf. Wunderbar, bringt alles Erfahrung, ganz wichtig. Und da können sich jetzt auch die mal ein bisschen vortun, die sonst hier nichts leisten. Zum Beispiel Dirt und Fate und Heft und Bart. Tja, Sweet Victory. Ja, auch wenn man natürlich bedenken muss, wie gesagt, dass für den Sweet Victory größtenteils hier die wilden Bullen verantwortlich sind. The Wild Bulls sozusagen. Tja, und da kennt Yakinator wirklich keine Gnade. So, da will jemand aufstehen. Hallo, seht ihr das nicht? So, da ist noch einer, genau, da dürft ihr auch nochmal raufhauen. Ah, Kenshi ist so raw, so brutal. Moral spielt ja eigentlich keine Rolle, nur manchmal, wenn ich einschreite und für so ein bisschen moralische Grundstabilität sorge. Aber heute selbst das nicht. Ist ja Wochenende bald, ne? Da kann man sich auch mal ein bisschen gehen lassen. So, dying, dying, dying. Eigentlich stirbt hier gerade alles weg. So, darf jemand wegkrabbeln? Nein, gibt's nicht.
So, und dann merken sich vielleicht auch die nächsten Banditenhorden mal, dass hier mit dem Yakinator durchaus nicht gut Kirschen essen ist. Und vor allen Dingen nicht, wenn gleichzeitig noch die domestizierten wilden Bullen hier rumstreifen. Wunderbar. Okay, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch erstmal zum Ofen gehen und dann noch ein bisschen Fleisch herstellen. Und das mache ich jetzt einfach mal. So, und zwar in super Sondergeschwindigkeit. Denn mit diesem Ofen kann man natürlich nicht nur das Twitches herstellen. Nee, nee, da kann man auch getrocknetes und gekochtes Fleisch machen. Könnte ich natürlich theoretisch jetzt auch einfach hier am Lagerfeuer das Ganze machen. Gut, aber das muss ja nicht sein. So, wen wollte ich denn eigentlich als Koch einteilen? Das kann mal jemand machen, der normalerweise nicht so viel zu tun hat und relativ nutzlos ist. Naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich bräuchte man jemanden, der einen guten Arbeitsskill hat. Khalid. Ja, Khalid hat auch immer mehr Hunger als die anderen. Das heißt, da kann Khalid durchaus mal... Achso, hier. Und wer war das jetzt? Wer hat denn jetzt eigentlich das Fleisch im Rucksack? Bart? Bart hat eigentlich auch überhaupt nichts zu tun, ne? Nur Wassertank und Stone Mine. Gut, das heißt, Bart könnte eventuell auch mal ein Koch werden. So, Bart, Dirt und... Nee, Steam Overlay will ich jetzt nicht haben. Bart, Dirt, dann ihr hier hin. So, vielleicht gleich mal da rein. Genau, wunderbar. So, dann werde ich mal den Ofen anklicken. Wenn ich jetzt den Bart... Ja, der, dann wird Bart sozusagen wirklich mein Koch jetzt. Dann handelt er mal mit Dirt kurz. Und Bart kriegt dementsprechend auch das komplette ganze Fleisch hier. Während Dirt sich die Hörner nehmen kann und die Felle, die kann er dann später... Warum hat eigentlich Dirt eins von meinen Survival-Rationspacks? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sollen die anderen etwa alle elendiglich verhungern? Ich guck mal, wie viel Essen wir überhaupt noch haben. Ah, so langsam wird's knapp, ne? So langsam müssen wir uns wirklich mal an die Produktion machen, dass hier auch mal was entsteht. Ja, aber mit dem Fleisch ist das natürlich eine tolle Sache. So, da klicken wir mal raus. Im Moment haben wir natürlich den Dustwitch, der hier eingecued ist. So, Dried Meat. Wunderbar, da können wir nämlich Out of Resources, Nutrition, das stellt er daher. Ja, dann mach erstmal Dry Meat. Danach können wir dann auch die Dustwitches machen. Gut, Dried Meat und Bart... Du bist ab sofort Mr. Koch. Und zwar ist das sozusagen deine Priorität, noch bevor du in die Stone Mine gehst. Und irgendein anderer, vielleicht macht das dann wirklich auch Dirt oder so, irgendein anderer darf dann auch den Brotofen noch bedienen. Aber das dauert noch einen kleinen Augenblick, denn hier ist noch nicht alles gewachsen, ne? Bei der Hälfte sind wir jetzt ungefähr 52%, nee, 47, 52. Aber ich sehe schon, der Kaktus wird gerade abgearbeitet. Das ist natürlich toll. Wunderbar. Achso, und ich sehe auch, hier unten gibt es immer eine gewisse Zeit, die man nur zum Ernten hat, ne? Das macht ansonsten... So, Heft. Warum rennt Heft jetzt eigentlich weg? Ach nee, den wollte ich ja gar nicht. Bart. Bart, was machst du denn? Ja, warum operiert Bart jetzt nicht den Cooking Stove? Achso, weil er wahrscheinlich das Wasser hin und her transportieren möchte. Na gut, das ist legitim. Das darf er machen. So, und Dirt darf wieder an die... Nee, Dirt darf noch nicht an die Arbeit gehen. Dirt, gehen wir jetzt mal hier hin. Schwupps. Und dann wird erstmal einiges in die General Storage Chest reingehauen. Nämlich das hier alles. So, und die vier Hörnchen auch. Ah, wunderbar. So, achso, genau. Und jetzt darf Dirt wieder arbeiten. So, und jetzt ist alles wieder in Butter. Der Laden läuft. Bart ist fleißig am Kochen, so wie es aussieht. Ja. Wie, schon alles fertig oder wie? Invalid Item? Was heißt denn das? Stopp. Ja, das ist Raw Meat. Brot, Kaktus. Warum geht das da nicht rein? Invalid Item. Ach, es könnte sein, dass eventuell... Ist da noch ein Dustwitch drin? Nee, aber da müssen wir den Kaktus mal wegmachen, ne? Nee, da... Kaktus. So, Brot. Ja, jetzt wollte ich ja eigentlich gar kein Dust... Ach so, ah, natürlich. Das Dried Meat, Dustwitch. Jetzt haben wir das Dried Meat und jetzt müsste es aber funktionieren, oder? Komm, sag mal. Los, Bart. Jetzt gib alles. Jawohl. Und da wird schon fleißig gekocht. Wunderbar. Aber irgendwie die Hälfte... Wo ist denn das restliche Dried Meat hin? Verwirrung pur. Inventar. Achso, da ist noch mehr. Dann warum packt er das dann nicht auch alles? Da. Naja, gut. Er wird das schon wissen, wie er es macht. Super. Okay. Ist die mittelfristige Nahrungsmittelversorgung erstmal sichergestellt. Jesus und Khalid weiterhin an der Steinmine. Wir haben inzwischen auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Building Materials. Gut, das heißt, wir können eigentlich auch eine von diesen Dingern jetzt endlich mal ausschalten. Den Stone Processor 3, den würde ich jetzt erstmal ausschalten und dann lassen wir das mal ein bisschen lockerer angehen jetzt.
Ich sag mal so, Yakinator muss ja auch nicht unbedingt Stone Mine machen. Dann kann Yakinator auch wirklich vielleicht noch ein bisschen Kupfer einfach schürfen. Da ist er überhaupt nicht schlecht drin. So. Weil Stone Mine, da reicht dann wirklich Jesus und Fate vielleicht. Oder wer da noch ist. Ach so, Kalid. Nee, Kalid? Kalid? Was macht Kalid nochmal? Iron Refinery und Stone Mine. Okay. Und Jesus macht dann immer, wenn hier was ankommt. Ja, okay, dann machen Jesus und Fate machen das jetzt. Gut, das heißt, Kalid kriegt jetzt frei und darf sich komplett auf die Iron Refinery spezialisieren. Gut, und die anderen. Ah, na, Griffin ist jetzt gerade beim Eisenschürfen. Schürfen. Vielleicht auch Kalid dann doch. Warte mal, Dirt hat jetzt Iron Refinery. Da macht Dirt jetzt mal das hier. So, damit sich auch mal minimal ein bisschen Eisen ansammelt, also ein bisschen Roheisen, ne? Damit der Kalid auch immer ordentlich was zu arbeiten hat. So, während Yakinator der Weise natürlich hier ganz toll weitermacht und erst aufhört, Kupfer zu schürfen, wenn die Wheat Farm M oder die Cactus Farm L oder ja, zu verpflegen ist oder wenn irgendwas engineert werden muss. So, Bart, wie sieht's aus? Der macht ja gar nichts. Ach, wisst ihr was? Ich weiß, was hier schiefgelaufen ist. Das Twitch und wir machen. Nee. So, jetzt nur Dried Meat und Repeat Queue. Dann macht er nur Dried Meat. Ansonsten macht er ja immer abwechselnd Das Twitch und Dried Meat. So, und das war jetzt ein bisschen umständlich, aber jetzt haben wir es immerhin geschafft. So, vielleicht kommt ja demnächst auch nochmal irgendeine Banditenhorde vorbei. Ich weiß es nicht. Die anderen liegen jedenfalls noch da hinten rum. Beziehungsweise krabbeln hier noch durch die Gegend. Es sieht aus, als ob da schon, als ob da. Ach nee, ist noch ein wilder Bulle. Haben sie sich nochmal versucht, so einem wilden Bullen zu nähern? Hat natürlich wieder nicht geklappt. Ah, aber ansonsten, hey, toll. So, und ansonsten wäre ich ja. Also normalerweise wäre ich jetzt sozusagen schon auf dem Weg in den Süden mit meiner krassen Bande. Aber da ich mir gedacht habe, wir wollen ja auch ein bisschen Nahrungsmittel mitnehmen und man weiß ja nie, was uns erwartet, habe ich mir gedacht, werden wir jetzt dieses ganze Korn noch wachsen lassen, noch ein, zwei Runden und dann wird sich einer, wahrscheinlich der Bart, dann da hinstellen und hier das Essen produzieren. Und zwar jetzt nicht nur dieses Dried Meat, sondern wirklich auch die Dustwitches, die richtig viel bringen und wo es auch Sinn macht, die sich in den Rucksack zu packen. So, dann müssen wir nochmal schauen, ob wir vielleicht noch, was wir alles noch an Handelswaren mitnehmen, vielleicht nochmal eine der nächsten Dust Bandit-Gruppen oder so ausplündern, damit wir einiges haben, um es zu verkaufen. Tja, und unterwegs, wenn wir dann im Süden sind, dann nehmen wir uns auch noch ein paar Spezialisten mit. Und zwar ein paar Spezialisten hier für diese Armbrüste. Denn mit meinem einen Armbrustskill, den hier alle haben, ich glaube, ja, ich glaube, das war bei allen so eins oder zwei oder drei, also was ganz, ganz Niedriges, da dauert das Nachladen unglaublich lange und die Zielgenauigkeit ist auch nicht besonders hoch. Beim letzten Mal konnten wir, glaube ich, nicht einen einzigen richtigen Schuss auf unsere Gegner abgeben. Bei unserer ersten Aktion, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, aus der letzten Session. So, das soll sich natürlich ändern, ne? Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Verstärkung. Und bis wir dann da sind, dass wir dann loslaufen, haben wir dann auch die Nahrungsmittelproduktion, habe ich dann auch die Nahrungsmittelproduktion in Gang gebracht. Super. Das war es jetzt erstmal für diese Session und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Abend.